Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Sky Factory 2. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir waren hier dabei, das fertig zu machen. Ich habe jetzt gleich weitergemacht, nichts weiter vorbereitet. Diesmal seid ihr wieder volle Kanne mit bei allem dabei. Achso, Electromingles brauche ich. Das sind dann auch wahrscheinlich schon genug. So, zack. Hervorragend, 3 Stück. So, was brauchen wir noch für das Ding? Ne, dafür. Ingwer Ingots, Ingwer Nuggets und ein Silk Mesh. Silk Mesh. Ne, ich gehe hier hoch. Also, Seide oder beziehungsweise Strings, meine ich, haben wir hier vorne an der Kiste. Ja. Da brauchen wir 2 Stück von. 1, 2. Moment. So. Und da wieder hinlegen. Haben wir noch 27. Okay. Gut. Die Ingwer, Nuggets und Barren haben wir alles da. Ingwer, nicht. Ja doch, Barren. Ingots. Und Ingots und Nuggets. Das haben wir da. So, wo haben wir Ingwer? Da haben wir Ingwer. Da haben wir die Nuggets. Und dann müssten wir eigentlich alles haben. Mal gucken. Bingo, für 2 Stück. Okay. Dann kommen die... Wieso habe ich ein Elektron hier noch übrig? Ich glaube, das sind 3 hergestellt. Na gut, guck vor. Zack und zack. So. Die kommen hier weg. Dann wird hier eine Energieleitung langgelegt. Wo haben wir die? Da. Dich muss ich irgendwie mal beseitigen. Also, das sieht ja nicht aus. Ich muss endlich den Crescent Hammer bauen. Den habe ich immer noch nicht gebaut, oder? Glaube nicht. Krass. Ich will das immer wieder bauen. Und komme immer wieder nicht dazu. So, dann... Achso, warte mal. Dann mache ich hier noch den... Nicht den Alloy Smelter, sondern den Sterling Generator hin. So, dann ist der auch angeschlossen. Dann läuft der hier nämlich auch mit rein. So, dann hat das nämlich alles einen gemeinsamen Anschluss. Der Lava Generator arbeitet an dem Ding. Der Lava Generator arbeitet an dem Ding. Sehr gut. Dann läuft jetzt nämlich alles hier mit dem Ding zusammen. Und die sind alle jetzt gleichmäßig soweit angeschlossen. Gut, okay. Prima. Jetzt muss nun mal die Kiste dann doch weg. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen was rausploppen. Naja. So, guck mal. Gib mal her, was da so rumliegt. So. So. Die Pulsating Nuggets. Das kommt da rein. Das. Der Sawdust. Noch keine Ahnung, wohin damit. Der Gravel. Der Gravel. Der Gravel kann da rein. Der startet noch nicht, weil es ja eh voll ist. Zack, zack. Lapis. Flint. Das. Die Kohle. Menge Sawdust. Okay, das da rein. Sieht soweit gut aus. Okay, dann kommen jetzt die Conduits hier unten dran. Die sollen ja wirklich eigentlich nur rausziehen und da passiert sonst gar nichts. Das heißt, hier ist es jetzt völlig in Ordnung, wieder die Kiste vorne dran zu setzen. Die ist gar nicht groß genug wahrscheinlich.
Wie mache ich denn das am günstigsten? Gut, ich kann hier eine Kiste ranmachen. Insert. Bingo. Muss ich das bei der anderen extra auch nochmal machen? Ich hoffe nicht. Den würde ich eigentlich sogar am liebsten wegnehmen. Machen wir es einfach anders. So. Oh, so. Ich hoffe, das funktioniert. Das sollte eigentlich funktionieren. Und dann machen wir hier vorne noch eine dran, damit wir ja genug unterschiedliche Möglichkeiten haben. 1, 2. Ach so, jetzt stört mich die Kiste da, war. Moment. So. Da komm. Ah, da kann ich auch keine Kiste hinstellen, weil da eine steht. Okay, ich reiß das Ding hier ab. Das kommt später wieder hin. Oder woanders, oder ich weiß auch nicht. So. Jetzt sollte der die Kisten nach und nach füllen. Das sollte soweit funktionieren. So, wenn ich hier auf Nummer sicher gehen möchte, dann stelle ich das so hin. Und ehrlich gesagt, das wäre mir auf der Seite, glaube ich, auch lieber. Moment. Wenn ich den hier dann habe. So und so. Hier ist noch nichts drin. Da ist auch noch nichts drin, weil das noch nicht eingestellt ist. Moment. Kann ich das von hier aus? Ja, immer aktiv. Immer aktiv. Insert. Insert. So. Okay. Dann stelle ich hier. Obwohl, vielleicht könnte ich das Ding auch da drüben aufstellen, ehrlich gesagt. Moment. Ich mach mal hier den Sawmill Dust rein. Hier kommt das rein. Gehen wir die letzten Sachen auch rasch. Komm ich von hier aus ran? Ja, sehr gut. Das da rein, das da rein, das da rein. Und was habe ich jetzt eingesammelt? Das da noch damit rein. Okay. Juti. So, das ist jetzt die grundsätzliche Vorbereitung. Das würde jetzt alles funktionieren. Jetzt müssen wir hier mit den Filtern arbeiten. So. Und zwar in dieses Ding hier geht Insert rein und zwar Gravel. Und dieses Ding geht In and Out und rein geht Sand. So, mal gucken, ob das klappt. In den hier geht rein. Insert. Und zwar Sand. In and out. Insert und extract. Immer. Und insert nur Sand. So, Sand läuft hier rein. Und das war falsch. Da soll Gravel rein. Gravel soll da rein. Und soll alles rausgeben. Genau, und der produziert dann nämlich... Sekunde. Der produziert dann nämlich...
lege die Sachen mal kurz raus, damit ich ein bisschen Platz im Inventar habe. So, der gibt jetzt rein Gravel und da kommt dann Sand raus. Den brauche ich nicht definieren, der kommt schlicht und ergreifend raus. Ebenso wie der Dust rauskommen wird. Und hier soll eigentlich kein Gravel rein, sondern da soll auch Sand rein. Das ist eigentlich schon markiert. Wieso ist hier Gravel drin? Das ist eine gute Frage. Warum ist hier Gravel drin gewesen? Den hatte ich da von Hand reingeschmissen wahrscheinlich, oder? Genau. Nehme ich mal an. Wieso wird hier kein Sand rausgezogen? Wieso wird hier kein Sand rausgezogen? Warum nicht? Das ist jetzt eine gute Frage. Warum wird hier der Sand nicht rausgezogen? Es wird... Redstone... Always active. Always active. Das war jetzt das Problem. Okay. So, dann definieren wir jetzt den nächsten. Und zwar den da. Der bekommt auch in and out. Und insert bekommt er Sand. Und extract is always active. So, jetzt sollte der... so nervig. Ich habe so ein volles Inventar, das ist unglaublich. So. Zack. Der sollte jetzt eigentlich Sand bekommen. Achso, der hier bekommt jetzt erstmal den Sand. Weil die beiden müssen sich jetzt natürlich den Gravel teilen. Ja, da müssen wir dann gucken, ob dann das genug produziert wird, damit halt hier hinten auch dann genug Dust ankommt. Das hängt halt davon ab, ob wir genug Energie wahrscheinlich vor allem haben. Insofern werde ich mal hier dann doch nochmal für ein bisschen Lärm sorgen. Leider. Wo habe ich den Sprengstoff? Da. TNT. Nehmen wir mal zwei Stück mit, das reicht für eine halbe Stunde erstmal. Ach ne, nur für 10 Minuten, okay. Und hier könnten wir mal wieder etwas Charcoal reinschmeißen. Haben wir noch Charcoal übrig? Hier ist Kohle drin. Kohle, Kohle, Kohle. Ganz normale Kohle. Aber ich will ehrlich gesagt die Kohle noch nicht verwenden. Wir haben doch hier bestimmt noch... Ja, wir haben... Ich nehme mal hier die Hälfte mit. So. So. Ja, ja, ich bekomme es mit, wenn ich Schaden kriege. Dankeschön. So, der sollte jetzt ein bisschen unterstützen. Hier hinten ist natürlich voll, weil da noch nichts ankommt. Den habe ich aber auch noch gar nicht definiert. In den soll jetzt Insert... Und zwar soll in den Dust rein. So. Oh, da kommt auch Dust rein. Woher kommt denn jetzt dieser Dust gerade? Vier Dust. Ach, die waren wahrscheinlich hier drin, in dem Ding. Gut. Dann scheint das ja zu funktionieren. Kann ich den Dust hier irgendwie reinlegen? Nee. Zum Testen geht leider nicht. Dann schmeiße ich den erstmal hier rein. So. Ja, dann werden wir jetzt sehen, ob das sauber funktioniert. Der Punkt ist, der macht ja hauptsächlich Sand, aber auch als Nebenprodukt Dust. Wenn er Dust produziert, geht das direkt hier hin. Sand geht wahrscheinlich zur Hälfte, Hälfte, da rein und da rein. Ich vermute zuerst in den hier unten, dann in den da. Das heißt, erst wenn der hier voll ist, geht es in den rein, aber das ist mir gar nicht so unlieb. Hier geht der Gravel rein von da oben. Der produziert aber so viel, beziehungsweise so viel schneller, als der hier unten verbraucht. Deswegen geht Gravel dann da rein. Jetzt ist die Frage, ob halt trotzdem noch genug Sand hier hinten ankommt. Das weiß ich noch nicht, das werden wir dann sehen. Aber dementsprechend ist es im Moment erstmal wichtig, dass wir genug Energie haben. Aber anscheinend mit dem Stirling Generator dran und dem Lava Generator scheint das ganz gut zu funktionieren. Wir haben, glaube ich, noch ein Energie-Ding da, ne? Genau, den Survival Generator. Dann schließe ich den hier auch noch mit an. So, Der braucht auch Kohle. Moment.
Dann kriegt der auch nochmal. Aber der braucht nicht so viel, ehrlich gesagt. Weil der läuft ja jetzt mit zwei Stück Kohle, glaube ich, eine halbe Stunde. Ja, fast 13, also etwas mehr als 13 Minuten mit einer Kohle. Das ist schon mal ganz gut. Da können wir noch ein bisschen mehr. Ach, schmeiße ich da das restliche TNT rein. Da läuft das jetzt halt eine Weile. Was soll's. Wird nervig, ich weiß. Es tut mir leid. Aber damit werden wir dann jetzt mal kurz leben müssen. Anders sehe ich jetzt nicht, wie ich die nötige Menge an Energie gerade hinkriege. Klar, wir könnten jetzt halt hier noch das erweitern, mehr von den Dingern bauen. Aber jetzt bräuchte ich auch erstmal, bevor ich jetzt wahrscheinlich neue Sachen baue, erstmal wieder neuen Redstone. Weil wir haben jetzt, glaube ich, nur noch den einen Redstone tatsächlich. Und das ist, freundlich ausgedrückt, nicht sehr viel. Nicht sehr viel. So, warte mal. Komm ich da ran? Ja. Kann ich hier eine Priorität einstellen? Ja. Machen wir mal 10. Ich möchte nämlich, dass der hier zuerst gefüllt wird. Also jetzt haben wir ein Electrum Gear, wenn ich zu viel habe. Der Meatpacker, der kommt rüber. Das brauche ich auch da drüben, die Chest auch. Okay, dann bringe ich den mal rüber. Jetzt habe ich für den an sich keine Energie. Das heißt, ich werde den drüben einfach neben den Sludge-Boiler legen. Da ist ja auch ein Survival-Generator dran. So. Wie mache ich das am günstigsten? Ganz ehrlich? Geht das nicht so? Da müsste der sogar... Ja, na klar. Vor allem, weil ich so viel frei habe im Inventar. Ist eine total gute Idee gerade. Machen wir das so. Zack. So. So. Könnt ihr mal nachkommen? Zack, zack. Zack, zack. Nochmal was. Zack. Das war's. Sieht gut aus. Hier ist noch ein bisschen Energie drin, da werde ich gleich wieder was reinschmeißen. So, da können wir, haben wir nämlich hier den Meatpacker. Der bekommt sein Zeug über die Temperate. Und das haben wir schon mal getestet. Das hatte geklappt das letzte Mal. Ja, sehr gut. So, dann können wir den hier nämlich mal abbauen. Zack. Und hängen wir da ran. Dann kennt der für uns nämlich... Oh, krass. Er kriegt den tatsächlich nur halb leer. Aber das ist ja in Ordnung. Dann stellen wir den Rest halt hier hin. So, voilà. Und dann kann er jetzt schon mal verarbeiten wieder. Hier drin ist auch noch einiges. Super. Das war doch gar nicht schlecht. Was läuft denn da gerade durch? Irgendwas Weißes. Es ist aber anscheinend kein Glas. Haben wir da eine neue Flüssigkeit? Sieht ja fast so aus. Sieht ja fast so aus, als hätten wir da eine neue Flüssigkeit. Ist wahrscheinlich oben eine Kuh gespawnt. Apropos, was ist eigentlich aus meinem Chicken geworden? Ich hatte doch ein Hühnchen. Ich hab doch extra das eine Safari-Netz, was wir hatten, benutzt, um da ein Hühnchen hinzusetzen. Und das ist weg, ne? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen das letzte Mal. In der letzten Aufnahme. Dass das auf einmal weg war. Ich habe mir dann irgendwie die Aufnahmen halt angeguckt und dachte so, hä? Wo ist denn eigentlich das Hühnchen hin? Keine Ahnung. Hühnchen ist weg. Das war... Was? Wo kommst du denn her? Alter, hä? F7, Moment. Hab ich das nicht gedrückt diesmal? Wo kommt der her? Wir doch keine nicht ausgeleuchteten Stellen, oder? Moment. Ja, okay. F7 ist an. Ich muss jetzt nur mal überprüfen, ob es auch wirklich an ist. Kam der unten her? Moment. Hier ist doch nirgendwo eine Stelle, wo der spawnen kann eigentlich.
So, alles ausgeleuchtet. Stellen wir sicherheitshalber einen hier hin, weil das ist hier eventuell nur ausgeleuchtet dank dem Glowstone. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt oder lag. So, da nehme ich mir nochmal was mit. So, den Automatic Hammer, den brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, muss ich zugeben. Wir haben eine Flüssigkeit, habe ich festgestellt, und die läuft nicht ab. Okay, probieren wir es mal damit. Aha, da läuft jetzt ein bisschen was ab. Ja, jetzt nur ein bisschen, ehrlich gesagt. Ah, da sind mehrere Flüssigkeiten drin und wahrscheinlich kann das immer erst abfließen, wenn das andere abgeflossen ist. Das dürfte das gleiche sein wie... Gute Frage. Nicht zwingend. Was bist du? Du bist Molten Electrum. Okay. Moment. Und du bist... Molten Electrum. Okay. Was für ein dummer Aufwand. Moment, zack. So, Molten Electrum ist schon wieder voll. Krass. Und hier ist immer noch irgendwas drin, was nicht abläuft, was verdächtig nach dem Zeug aussieht. Was wahrscheinlich Ender ist, ne? Ne, Fluid Witchery Brew. Mann. Ich weiß nicht mal, wofür ich das gebrauchen kann. Gut, also das Elektrum, das weiß ich ja, aber die Fluid Witchery Brew? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Na gut. Da müssen wir dann wahrscheinlich noch mehr Tanks bauen auch und das werde ich dann vielleicht mal außerhalb der Aufnahmen machen, aber ja, also ich muss leider noch sehr viel von Hand machen. Das merkt ihr ja schon. Das ist im Moment noch ein bisschen nervig. Ich muss da unbedingt gucken, dass ich das noch ein bisschen mehr automatisiere. Das Glas ist raus. Dann können wir den hier abreißen. So. Zack. Der kann hier rein. Das Elektrum ziehe ich gleich mal wieder raus. Zumindest teilweise. So. Wie sieht es jetzt hier unten mit der Energie aus? Wir haben hier auf jeden Fall... Ach, die sind nicht aktiv, ne? Moment. Extract always active. Und hier extract... Always active. So, jetzt müsste der leer gezogen werden. Ja, sieht gut aus. Der ist schon leer, okay. Und hier kommt zumindest Sand an. Wie oft und wie schnell, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ja, der hier ist voll. Das heißt, immer wenn der voll ist, kommt das hier hinten an. Das ist doch schon mal gut. Das passt doch. Und sollten die viel zu schnell sein, dann füllt sich das hier. Komplett. Und dann stellt er ja auch die Produktion ein. Das heißt, es sieht fast so aus, als würden wir jetzt eine permanente Produktion von allem haben. Solange wir genug Energie haben. Das ist jetzt natürlich die Aufgabe für uns. Wir müssen natürlich noch für genug Energie sorgen auf permanenter Basis. Aber so sieht das doch schon mal ganz gut aus. Ich meine, prinzipiell, solange wir jetzt immer TNT verkaufen, also den Gunpowder, den wir kriegen, haben wir wahrscheinlich sogar permanent genug Energie, aber ich möchte das Ding ehrlich gesagt nicht unbedingt erziehen. Aus eindeutigen Gründen, die ihr alle mitbekommt. Es ist echt leise, nicht wahr? So, dann. Ich nehme mal den. Wir haben hier jetzt genug Lapis. Ich glaube, wir haben jetzt genug Lapis. Ja, wir haben über 100 Lapis. 36 brauche ich noch. Genau, 100 Lapis brauche ich. Ah, die Energy Conduits. Moment, ich mache noch eine... Ne, eine Kiste habe ich noch. So, die haue ich hier dazu. So, und zwar, dann kommt hier der Krams rein. Der Alloy-Smelter. Na, den lasse ich, stelle ich mal unten auf, weil sonst suche ich ihn wie blöde. Die Conduit-Binder, das war typisch, dass ich die da drin hatte. Das sollte ich also wiederfinden. Das Zombie-Herz muss ich dann gucken, wo ich es hinpacke. Das Glas kommt hier wieder rein. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge Gravel. Das ist natürlich auch nicht so cool. Kriege ich den hier irgendwie wieder rein? Nicht wirklich. Ich könnte hier den Sand reinpacken. Das funktioniert. Auch immer ich den Sand her habe. Der ganze Gravel, den ich habe? Gute Frage.
Den kann ich jetzt hier irgendwo reinpacken. Weil hier kann ich nicht reinpacken. Das geht nicht. Das sind nur Außendinger. Hm. Okay, ich zwischenlagere den mal hier. So, okay. So, da seht ihr, jetzt bekommen wir nämlich auch ein paar andere Sachen. Wir bekommen jetzt ein paar Certus-Kristalle. Die bekommen wir nämlich vor allem über den Sand, den wir bisher noch gar nicht so richtig mitgenommen haben. Oh, Lelorium, das. Davon durften wir auch noch nicht viel haben. Ancient Spores, Cactus Seeds, Exotic Seed, okay. Also bekommen wir jetzt ein bisschen mehr was. Jetzt haben wir schon die ersten Redstone wieder. Das läuft. Gut, hätte ich schon längst vielleicht mal machen sollen. Aber jetzt haben wir es endlich mal gemacht. Energie müssen wir uns noch ein bisschen drum kümmern. Jetzt haben wir aber auch ein bisschen mehr Spielraum, weil wie gesagt, wir werden dann demnächst ein bisschen mehr Redstone zur Verfügung haben. Was dann natürlich auch wiederum dazu führt. Moment, den wollte ich hier lassen. So. Den Redstone, den kann ich dann benutzen, um mehr Energieleitung zu machen. Dann kann ich vielleicht hier daneben einfach so ein, oder hier vielleicht sogar zwischen den Feldern sozusagen, ein großes Solarfeld oder sowas anlegen. Das wäre ja vielleicht ganz cool. Ja, das stelle ich mir ganz cool vor. So, was wollte ich denn jetzt? Verdammt. Ah, ich bin abgestürzt. Ich weiß, ich wollte irgendwas machen. Ich wollte Kohle herstellen, das weiß ich noch. Deswegen hatte ich mir den Block mitgenommen. Auch wenn ich es nicht gesagt hatte. So. Und wir haben das gemacht. Verdammt, jetzt hänge ich gerade. Ich wollte das. Der Dust wird hergestellt. Das läuft alles. Hm. Hab's vergessen. Ich hab's wirklich vergessen. Na gut, dann machen wir an der Stelle eine, die Aufnahme. Werden wir die Aufnahme. Dann werden wir an der Stelle jetzt die Aufnahme beenden. Ich nehme mal an, ich wollte irgendwas mit den Dachen hier anstellen. Habe ich keine Idee. Dementsprechend eine sonnige Verabschiedung von mir. Ich werde mal gucken jetzt gleich, was ich jetzt mal noch ordnen und sortieren und überlegen muss. Und wenn mir einfällt, was ich machen wollte, dann werde ich auch die Aufnahme wieder starten. Bis dahin, alles Gute, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich alles Gute und jo. Wo ist die Sonne? Ciao!